Nichts. Ah, guck mal, noch mehr. Wir gucken uns diese Mittelkonsole hier nochmal an. Ich könnte mir nämlich vorstellen, dass hier überall noch Zeug liegt. Die Rohrbomben haben wir völlig verwurstet. Wirklich völlig verwurstet, aber ich wollte sie einfach mal irgendwie ausprobieren. Look at that, ey. Gut versteckt, der Kram. Wo müssen wir denn jetzt lang? Hier oben lang? Hier auch nicht. Garden Center. Einkaufswagen. Ich weiß gerade echt nicht so recht, wo man lang muss. Manny steht einfach nur so rum. Okay, der sagt mir nicht, wo es weitergeht. Na gut. Da oben muss man noch hin, oder nicht? Nee. Hier oben. Ach. Die Basis ist da vorn. Keine Scars in Sicht. Sie sind da draußen. Ja. Gehen wir weiter. Gott. Wisst ihr noch, wie es war, als man hier nicht von Scars angefallen wurde? Das muss lange her sein, oder? Vermisst du jetzt den Waffenstillstand? War ruhiger, hm? Zu ruhig. Wir wurden nachlässig. Und sie knüpften ein ganzes Team auf. Das ist passiert, weil wir die Kinder erschossen haben. Okay, aber diese Kinder haben sie angegriffen. Was würdest du tun? Ich weiß nicht, sie nicht einfach abknallen? Tja, ich würde unsere Leute retten. Manny, das sind Kinder. Es ist nicht ihre Schuld. Unsere auch nicht. Die Toten gehen auf sie. Okay. Na, die haben auf jeden Fall alle hier andere Ansichten. Ich will ja nicht unken. Aber hier ist es sehr ruhig. Haltet die Augen offen. Das ist auf jeden Fall verdächtig. Ich bin schon gespannt, wie wir dann vom Tod der anderen erfahren. Also ob Abby jetzt wirklich zum Beispiel hören will, wird, dass Jordan gestorben ist oder sowas. Blockiert die Tür. Vielleicht kommen wir woanders rein. Ja. Da oben. Aber erstmal gucken wir noch einmal kurz hier. Auf die andere Seite des Zauns. Vielleicht durch eins der Gebäude? Weil das letztes Mal so gut lief. Hast du eine bessere Idee, Manny? Nein. Ich sag's nur. Ich kann so schwungvoll springen. Hier oben. Manny, sieh da oben nach. Ja, okay. Sind halt Soldaten, ne? Dass die körperlich Ellie und Co. überlegen sind, wundert mich nicht. Das Kabel hat sich verhakt. Wow. Der ging schnell hoch. Na bitte. Los, komm hoch. Mel, bleib bei Alice. Ich versuche die Tür aufzukriegen. Sucht euch einen anderen Eingang. Cool. Vorsichtig. Da ist er, der Gute. Keine Scars zu sehen. Vielleicht sind sie weg. Sehr lustig. Ich wollte gerade sagen, wo sollen die denn hin? Oh. Geht tief runter. Ja. Oh. Mann, ich dachte, sie ist so robust. Sie ist die Frau mit der Eisenfaust. Genau so. Dann
Na los. Oh. Geh tief runter. Ja, ja, das stimmt. Okay, Mel. Wir sind drin. Ich bin an der Tür. Und der Schrott sei mit uns. Hier wird das blockiert. Okay, krass. Wow. Okay, komm. Schnell. Ja, klar. Krass. Power hat die Frau, wie gesagt, auf jeden Fall. Das haben wir jetzt schon mehrfach bemerkt. Haben wir hier noch irgendwas? Nope. Wie viele Zusätze haben wir? Wir könnten unsere Nahkampfwaffe verbessern. Mache ich jetzt aber noch nicht. Sondern erst, wenn sie auf eine runter ist. Noch mehr Schrott. Wie viel Schrott wir finden. Damit dürften wir jetzt wieder immer noch keine Rohrbombe. Aber hier. Medkit. Langsam muss hier doch mal irgendwo eine Werkbank sein. Hier. Na, großartig. Sie hat das also genauso drauf wie Ellie. Halbautomatisches Gewehr, Militärpistole. So, was machen wir denn mit dem Gewehr? Bringe ein Zielfernrohr an, um mit X genau auf entfernte Ziele. Erweitere das Magazin. Was haben wir bei der Pistole? Okay, wir machen mal Stabilität. Plus 35%. Und hier machen wir ebenfalls die Stabilität. Krass, ich glaube, das da hinten hat sie hinzugefügt am Schaft. Falls man das im Gewehrjargon so nennt. Ich weiß es nicht. Pillen, da war eine Tür. Kommen wir so nicht ran. Vielleicht irgendwie von der anderen Seite oder so. Lauschmodus, Klarheit. Halte R1 gedrückt, um nahe Gegner durch Wände zu spüren. Das kann Ellie ja auch. Okay, man muss also, man kommt noch irgendwie. Ja, das ist die andere Seite der Tür. Da muss man auch irgendwie hinkommen. Da ist Manny. Aber er ist ja ganz alleine. Ich dachte, er ist Manny.
Man muss hier irgendwas verschieben können, denn guckt mal, man kann hier hoch. Aber was kann man denn verschieben? Ich sehe hier nichts zum Verschieben. Auch nichts. Naja, gut, vielleicht muss man wirklich erstmal. Hast du einen Ausgang? Wie wär's hier? Vielleicht muss man das erstmal hier versuchen, bis er uns sagt: Nee, das klappt alles nicht, wir müssen was anderes machen. Okay. Kurbel gebrochen. Und jetzt? Abby, da. Eine Luke. Manny, halt durch. Wir finden einen Weg aufs Dach. Okay. Ja. So. Genießt du die Fahrt mit uns? Erinnere mich dran, Manny zu danken. Ich bin froh, dass ich dabei bin. Ich helfe lieber, als nur von so etwas zu hören. Hm? Ah. Hey, warum gehst du mir aus dem Weg? Das mache ich gar nicht. Komm schon, du hast der Jackson kaum ein Wort zu mir gesagt. Ich weiß nicht. Ich schätze, ich war auch von Jackson geschockt. Meinst du, Joel hatte das nicht verdient? Er hätte Schlimmeres verdient, aber ich wäre lieber nicht dabei gewesen. Verstehe. Er ist zu so etwas fähig, hm? Das meinte ich nicht. Mal sehen, ob wir zu Luke kommen. Okay. Ach ja. Das teilen wir auf jeden Fall. Ich war nämlich auch von Jackson geschockt. Ich habe eine Idee. Ich mag Ideen. Okay. Okay. Hoch mit dir. Ich hab's. Pass auf das Kind auf, Mann. Deine Idee? Sekunde! Was machst du da? Ich bringe uns hier raus. Okay, aber langsam. Ja, wirklich. Ein Vorteil, schwanger zu sein? Mein niedriger Schwerpunkt. Ich nehme dich beim Wort. Oh Mann. Aber es ist schon echt komisch, dass auf beiden Seiten eine Schwangere ist. Geschafft. Und jetzt? Ach, sie macht die Tür auf, oder? Ja. Luft, komm hoch. Danke. Da drüben ist auch eine Tür. Okay, wir kommen der Luke näher. Oh. Naja, du vielleicht, aber ich nicht, wie es gerade aussieht. Eine Leiter. Okay, schade, ich kann die hier nicht platzieren. Das hätte ich nämlich jetzt gerne gemacht. Einfach nur, um auszuprobieren, ob ich da an die Tür kann, die wir auf der anderen Seite sehen. Siehst du? Hier geht es nicht raus. Münze. Die habe ich noch nicht. Ohio. Cool. Und Pillen. Gefühlt kriegen wir die alle schneller. Als bei Ellie. Das kann einfach nur heißen, dass die, der Spielanteil mit Abby einfach kürzer ist.
Atem anhalten. Ein bisschen was bringt das schon. Ich habe jetzt nicht das Gefühl gehabt, dass es der totale Game Changer ist, aber besser als nichts. Kann ich die leider irgendwie hochholen? Muss man vielleicht irgendwas mit dem Boot machen? Denn hier können wir ja definitiv nichts machen. Hier kann ich auch nichts machen. Ich würde die Leiter gerne hochholen. Aber das tut sie nicht. Wo können wir denn sonst noch mit dieser Leiter hin? Na, sie da zu platzieren ist nicht sehr sinnvoll. Oder was will sie da? Oder nimmt sie das nur hier hoch? Nee. Ich weiß echt noch nicht so genau, wie wir hier weiterkommen sollen. Hier ist alles zu. Na, dann brauchen wir die ja wahrscheinlich unten, oder nicht? Hey, ich habe eine andere Idee. Ah. Hey, schlau. Und hier ist ein Seil. Das erinnert mich an Owens Boot. Der hat ein Boot, der Typ? Was ist das denn für ein... für ein Schnösel? Ist er immer noch mit Reparieren beschäftigt? Ja. Aber er meint, er wäre jetzt bald fertig. Bald. Jeder hat seine Leidenschaft. Bei mir ist Hundespielzeug. Yep. Und bei mir die blöden Münzen. Interessant. Schaut mal, was wir hier haben. David versus Goliath. Eine umfassende Chronik der Guerillakriegsführung. Verdeckte Operation. Das ist unser neuer Skilltree. Und es ist auch offenbar nicht der letzte. Messer anfertigen. Fertige zwei Messer an, mit denen du bei den meisten Gegnern lautlose Kills durchführen kannst. Du kannst sie auch benutzen, um dich aus dem Griff eines Klickers zu befreien. Das erinnert mich sehr an einen Skill, den wir im ersten Teil hatten. Klar, mit Ellie brauchten wir das nicht. Weil wir bei Ellie ja das Messer schon per se hatten. Interessant. Das war ein bisschen fail. So, wo müssen wir damit jetzt hin? Hier rüber? Nee. Nee, wollte ich gerade sagen, dass... Oder können wir die Leiter noch irgendwo anlehnen? Yo. Okay, sieht gut aus. Nee, sieht's nicht. Wollte ich gerade sagen. Also gut aussehen ist was anderes. Die Laufplanke dafür zur Luke. Aber wie kommen wir zu der Planke?
Das bringt auf jeden Fall noch nicht wirklich viel. Wir müssen noch irgendwas mit dem Seil machen. Oder wartet mal, muss man das da rüberwerfen? Nee. Wow, das Seil führt ein Eigenleben. Okay, sobald man da drauf geht, lässt sie das Ding auch los. Jetzt hat es wieder losgelassen. Okay, sieht gut aus. Okay. Geht tief runter. Schlimm mit der Höhenangst? Besonders, wenn ich runtersehe. Dann sollten wir das lieber nicht tun. Und hoch die Luke. Da sind sie. Manny, wir sind gleich da. Okay. Da, die Basis endlich. Fast geschafft. Wir können bestimmt über die Gleise. Sollen wir erst vom Dach runter? Bitte. Wäre, glaube ich, nicht schlecht. Es ist schwer vorstellbar, dass du Angst vor was hast. Ich bin nicht so furchtlos, wie du denkst. Jetzt hör auf. Deine Operation, das könnte ich nie. Ich hatte zu viel Angst, das zu vermasseln. Glaubst du, mir geht's anders? Nun ja. Mein Dad hat immer gesagt, du wärst seine beste Studentin. Echt jetzt? Tja, du meintest ja immer, er wäre ein Idiot. Komm. Dann hätte Mel vielleicht auch einen Impfstoff herstellen können. Aber auch sie wurde getötet von Ellie. Und jetzt steckt Abby natürlich auch in einer totalen Zwickmühle. Wurde auch Zeit, dass ihr das hinkriegt. Denn einerseits würde sie Ellie sicherlich gerne auch büßen lassen und umbringen, aber sie kann nicht, weil sie genau weiß, ziemlich ruhig hier, was? Was sie bedeutet. Ja. Gefällt mir nicht. Gut, wir sind fast an der Basis. Mann, wenn wir wieder zu Hause sind, hau ich mich auf die Couch, zieh mir einen Film rein und sauf mich ins Koma. Sympathisch. Wirklich. Sympathischer Typ. Können wir hier hoch? Jupp. Bringt uns nur nichts. Was ist hier für ein Trailer? Können wir hier durch? Da kann man nicht runter. Ja, man muss ja alles anschauen hier. Na, guck mal, hier zum Beispiel. Na, was sagt er? Aha. Welche Drinks? Welcher Film? Ha. Sehr neugierig. Der Film ist der mit dem, Mädchen und dem Wolf. Ach, den liebe ich. Und der Drink? Meinen Mezcal von der Party letzte Woche. Verzeihung, du meinst unseren Mezcal. Si. Ich lass dir was übrig. Ach, jetzt hätte ich echt Lust auf einen Drink. Wenn ich nicht schwanger wäre. Und auf der Flucht. Was du aber nun mal beides bist. What have we here? Ich wollte gerade sagen, nichts wäre jetzt wirklich eine sehr magere Ausbeute. Noch eine Münze. Indiana.
Finden wir jetzt alle Bundesstaaten oder was? Okay, interessant. Martha, der Waffenstillstand ist Geschichte, also es ist zu riskant, dass wir uns weiter hier treffen. Die Scars werden in dieses Gebiet anfallen wie die Kakerlaken. Ich habe meine Vorräte schon geholt, aber ich habe deine Waffen im Versteck gelassen, falls du sie brauchst, wenn du ankommst. Ich nehme an, die Scars werden den Safe nicht anfassen. Er ist schließlich Zeug von früher, beknackte Freaks. Bis bald, sei vorsichtig, Paul. Die Kombination ist immer noch der große Gewinn. Der große Gewinn? Und wo ist der? Wo ist der Safe? Okay. Da müssen wir uns hier nochmal ein bisschen näher umschauen. Das heißt, irgendwo hier ist noch ein Safe. Leider kann ich mit Abby gerade auch nicht rennen. Aus welchen komischen Gründen auch immer. Hier könnte ein Waffenlager sein. Das hier. Oder halt hier, ne? Irgendwo. Ja, ich werde das jetzt craften. Damit wir die Schere hier mitnehmen können. Gucken wir uns erstmal das Waffenlager an. Natürlich kommen wir so nicht rein. Es muss aber noch einen anderen Weg geben. Von der Seite da wahrscheinlich. Das kriegt man nicht auf. Da sagt sie zumindest nichts. Da sagt sie auch nichts. Da kommen wir nur hier rüber. Okay. Dahinter ist auf jeden Fall eine Tür. Aber wie kommen wir denn da hin? Da ist eine Tür. Ich glaube kaum, dass wir hier so eine Fassphysik haben, dass ich das Ding wegsprengen kann oder so. Oder man muss halt nach oben kommen. Ich meine, hier hinten ist auch eine Tür, aber da will sie nicht hingehen, weil da ein bisschen Grünzeug ist. Ist klar, sie springt halt im Matsch rum, aber Grünzeug, nee, da hört's auf. Oder kann ich hier irgendwas verschieben? Nee, hier oben kann ich auch nichts machen. Da bin ich gerade ein bisschen stuck. Da ist der Safe. Und die Kombination ist der große Gewinn. Wir müssen also erstmal herausfinden, was der große Gewinn bedeuten soll. Nee, die wollen wir nicht haben. Der große Gewinn. Hier ist auch alles leider sehr dunkel. MS. Vielleicht steht hier irgendwo etwas über den großen Gewinn.
Wir müssen uns deswegen hier nochmal ein bisschen genauer umsehen. Acht, 15, 12. Auf einmal steht Manny da in der Tür, ey. Der große Gewinn. Ich glaube, das ist ein Übersetzungsfehler und das heißt der große Fang, oder? 8, 15, 12. Probieren wir das mal. Acht, 15, 12. Wohl eher nicht. Oder wartet mal. Wie ist es denn mit 81? Dann 5-2. Nee, das kommt nicht hin. 12. Oder 15-08. Vielleicht ist das falsch rum. 08. 12. Das ist falsch. Der große Fang. Big Win. Die Kombination ist immer noch der große Gewinn. Big Win. Big Win. Aber was ist der Big Win? Sehr hoch aufgelöst hier teilweise. Ja, aber es kann nicht alles Gold sein hier. Ich weiß nicht, was sie mit Big Win meinen. Fünfhundertzehn. Naja, keine Ahnung. Ich würde sowieso sagen, wir machen jetzt erstmal Schluss hier. Wir sind wieder in Überlänge dabei. Sehr interessant, dass wir jetzt Abby spielen. Ich bin gespannt, was hier noch alles passiert. Wir werden wohl alle drei Seattle-Tage nachspielen und werden erst dann zu Ellie wieder rüber wechseln. Was steht da? 38 oder 28? 28, glaube ich, und 07. Ich habe schlechte Augen leider und ich sitze sehr weit weg vom Bildschirm. Weil das dann einfach besser ist mit dem Mikro hier. Dann ist es doch 38. Das gefällt mir. Was ist das denn? Jagdpistole. Okay, krass.
Eine ganz neue Waffe und es sieht so aus, als wenn die wahrscheinlich relativ viel Schaden machen würde. Also das ist das Äquivalent zum Revolver. Dann gehen wir nochmal eben zum nächsten Checkpunkt. Damit er hier auch anständig speichert. Leute, hier runter. Okay, wir folgen den Schienen. Die führen uns zum Hauptweg der Basis. Gefällt mir nicht. Ich weiß. Haltet die Augen offen. Kommen wir über die Mauer? Ich wüsste nicht wo. Ja, wir folgen den Schienen. Beim nächsten Mal. Denkt natürlich immer daran. I want you for an adventure.